Für ihr Buch Guten Morgen, Abendland hat sie unter anderem den Mann interviewt, dem sie jetzt seinen ersten Bambi übergibt. Hier ist Nazan Eckes. Wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich bin in Köln geboren worden, oder Köln, wie man in der Türkei sagen würde. Meine Eltern sind Türken. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich meine Mutter nach dem Nikolaus gefragt. Sie sagte zu mir, Nazan, Kızım, meine Tochter, den Nikolaus gibt es nicht. Und ich war die Einzige in der Klasse, die am 6. Dezember keine Süßigkeiten im Stiefel hatte. Und heute, fast 30 Jahre später, kommt der Nikolaus auch zu mir. Das ist der Beweis. Ich bin angekommen. Angekommen in meiner Heimat Deutschland. Ich bin in 2 Kulturen aufgewachsen. In der türkischen meiner Eltern und in der deutschen. Anfangs war das nicht immer leicht. Aber heute weiß ich, Deutschland ist mein Zuhause. Das Land hat mir Möglichkeiten eröffnet, die ich anderswo niemals gehabt hätte. Und so wie mir geht es vielen der 3 Millionen Menschen in Deutschland mit türkischen Wurzeln. Wir finden Halt und Geborgenheit in einem Land, das unseren Eltern noch sehr, sehr fremd erschien. Der Prozess, der überall unter dem Schlagwort Integration diskutiert wird, ist in vollem Gange. Und das ist auch gut so. Ein Mann mit deutschen und türkischen Wurzeln hat uns in diesem Sommer vorgeführt, wie leichtfüßig und selbstverständlich Integration vonstatten gehen kann. WM-Star Mesut Özil. Die türkische Nationalmannschaft wollte ihn auch haben. Was heißt auch haben? Wir wollten ihn unbedingt haben. Doch für Mesut Özil war immer klar, er ist in Deutschland aufgewachsen. Er ist hier zur Schule gegangen. Seine Freunde leben hier. Also spielt er auch für Deutschland. Und doch sind wir alle, die Deutschen und die Türken, stolz auf ihn. Als Mesut Özil das deutsche Team in Südafrika ins WM-Halbfinale führte, da jubelten deutsche Stammtische und türkische Teestuben gemeinsam. Dass aber Real Madrid unter den Besten der Welt sofort einen Stammplatz erobert hat, finden Deutsche und Türken toll. Und die wenigen Verwirrten auf beiden Seiten, die Mesut Özil für sich allein reklamieren wollen, stehen ziemlich einsam da. Sie werden von der selbstverständlichen Freude der Mehrheit konsequent in den Schatten gestellt. Eine große Boulevardzeitung hatte ausnahmsweise einmal recht, als sie schrieb, wir brauchen noch viele Özils. Bis es soweit ist, freuen wir uns, dass wir den einen Özil haben. Berlin, Olympiastadion. Das EM-Qualifikationsspiel Deutschland gegen die Türkei. In der 79. Minute die Entscheidung. Özil! Ausgerechnet Özil! Mesut Özil erzielt das 2:0. Ich bin natürlich froh, dass ich Tor gemacht habe. Und aus Respekt habe ich auch nicht gejubelt, das konnte man auch sehen. Mesut Özil ist die Symbolfigur dieser Partie. Seine Eltern stammen aus der Türkei. Doch geboren und aufgewachsen ist er in Gelsenkirchen. Mit 20 Jahren entscheidet er sich für die deutsche Nationalmannschaft und schießt sie mit einem Traumtor in das Achtelfinale der WM in Südafrika. Und da ist mal Platz. Özil! Ja! Mesut Özil macht das Tor für Deutschland! Ich bin auch natürlich stolz, dass ich für Deutschland spielen darf. Und für mich gab es keine andere Nation in Frage außer Deutschland. Gemeinsam mit seinen Mitspielern ist er ein nationales Vorbild für eine gelungene Integration. Viele haben halt Wurzeln aus anderen Ländern und wir kommen sehr gut klar miteinander. Und ganz gleich welcher Herkunft, auf diese mitreißende Mannschaft sind alle stolz. Mesut Özil, der Ausnahmesportler. Sein unverkrampfter Umgang mit türkischen Wurzeln und deutschem Nationaltrikot ist vorbildlich für uns alle. Der Bambi 2010 für Integration geht an Mesut Özil.
Zunächst bedanke ich mich für die besondere Ehrung. Ich bin sehr glücklich. Integration bedeutet, Teil eines Ganzen zu werden, in das man sich einbringt, ohne seine Identität zu verlieren. Integration bedeutet gegenseitige Achtung und vor allem Respekt. Durch Integration entsteht etwas Neues, eine bunte Republik Deutschland. Dankeschön. Gracias und thank you. Dankeschön.